Saftzahn, kennst du mich noch? Oh. Na komm, Raffzahn, geh schon da rein. Na schön. Komm her, mein kleiner Raffi, Raffi. Ja, du bist doch ein ganz braver. Kleiner Raffzahn, ich mag dich und du mich. Henry, was machst du denn da? Gar nichts. Arme Mieze. Was um Himmels Willen ist hier los? Raffzahn hat meine Mieze geärgert. Das stimmt doch gar nicht. Setz Raffzahn wieder in den Käfig, Henry. Du hast jetzt keine Zeit zum Spielen. Oh, sieh dir dein Zimmer an. Es ist ja noch chaotischer als sonst. Ach, du kannst es später aufräumen. Leer bitte zuerst alle Mülleimer aus. Na komm, Raffzahn, du musst wieder in deinen Käfig. Wenn ich König bin, müssen die Eltern die Hausarbeit alleine machen. Henry, was machst du denn da? Die Mülleimer ausleeren. Ich glaube nicht, dass Mama das so gemeint hat. Das werde ich ihr sagen. Ist mir doch egal. Mama! Ach, typisch. Mama! Henry! Ja? Oh, hast du alle Abfalleimer ausgeleert? Ja, darf ich jetzt zu Bert gehen? Oh, wir sind noch lange nicht fertig, Henry. Papa möchte, dass du ihm beim Autowaschen hilfst. Henry, ich bin gleich wieder da und vergiss nicht, auch die Scheiben sauber zu machen. Was? Das dauert dann ja noch ewig. Du siehst teuer aus. Komm zu Henry. Riecht wie ein Babypo. Hast du auch was zu essen? Nein. Wie viel hast du denn schon eingenommen? 37 Cent. Gib das her, wenn du es nicht kaufst. Machst du einen Flohmarkt, Henry? Du kriegst aber auch alles mit, Alf. Die Einnahmen sind für einen sehr guten Zweck. Kinder in Not. Henry! Das ist Mamas bestes Parfüm. Ach, sie hat noch so viele Flaschen. Eine vermisst sie schon nicht. Der kostet 10 Euro. Ich geb dir ein. Na gut. Das ist aber Papaschläger. Jetzt hör schon auf zu meckern. Sonst verkaufe ich dich. Orangen, frische, saftige Orangen. Wer gibt mir 5 Heller für diesen schmächtigen Bauern? Er schrubbt die Böden, mistet den Stall aus und er ist nur Schlamm. Das ist es. Genau. Möchtest du dir etwas verdienen, Peter? Und wie? Ich könnte dich als Diener verkaufen. Ich gebe dir 10 Cent dafür. Ist das alles? Na schön. 10 Cent am Tag. Das macht 20 Cent für ein Wochenende. In meine Sparpläne würde das schon reinpassen. Also gut, ich mach es. Super. Setz dich auf die Mauer und sieh arbeitswillig aus. Okay, wer möchte sich einen Diener fürs Wochenende mieten? Er kostet nur 75 Cent am Tag. Oder als Schnäppchen 1,50 Euro für 2 Tage. Was macht er denn so? Alles, was du willst. Er ist ein Diener. Gut, ich nehme ihn. Ist bestimmt cool, jemanden zu haben, der alles macht, was ich will.
wieso bekomme ich nur 20 Cent, wenn dir Bert 1,50 Euro bezahlt? Für Unkosten. Und jetzt geh mit deinem neuen Besitzer mit. Es wäre super. Wenn ich Peter ausbezahlt habe, bleiben mir noch 2,67 Euro. Das lässt sich noch ausbauen. Willkommen bei Kaiser Henry, der allergrößten Kaufhauskette der Welt. Nach Hause. Henry, hast du meine große Parfümflasche gesehen? Nein, ich meine, welche Parfümflasche? Ich dachte, das würde sie nie merken. Und wo ist Peter? Er ist nicht in seinem Zimmer. Oh, ja, den habe ich verkauft. Was meinst du mit, du hast ihn verkauft? Naja, ich habe alles verkauft, was ich nicht brauche. Und Peter brauche ich sicher nicht. Ich habe ihn an Bert verkauft. Du gehst jetzt auf der Stelle zu Bert rüber und kaufst ihn zurück. Nein, wie konntest du nur? Aber ich will ihn nicht zurück. Henry, du holst jetzt sofort deinen Bruder zurück. Oh nein, ich hab ihn gesehen, den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel. Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist. Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht. Ich bin verflucht. Nein, ich will aber nicht sterben. Naja, wenn du das goldene Dings da einem anderen gibst, geht der Fluch an den über. Ich schätze, ich könnte dir den Fluch abnehmen. Du würdest dein Leben ja auch für mich riskieren. Henry, du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt. Das war ja babyleicht. Laura ist da, eure edelmütige Majestät. Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dings, da ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit 2 Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht? Morgen wird ein sehr guter Tag. Schau mal. Das ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Oh, war cool. Ich glaub's nicht. Ja, Henry! Du hast mich betrogen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dings dafür die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Ich wette, du hast Angst im Dunkeln. Natürlich nicht. Gut, in diesem Zimmer spukt es nämlich. So ein blöder Geist kann mir doch keine Angst machen. Ich liebe Geister. Siehst du den Fleck da? Das ist die Stelle, wo der Geist verdampft ist. Aber wenn du natürlich zu viel Angst hast, hier oben zu schlafen... Vielleicht lässt mich der Geist ja mit seinen Sachen spielen. Das hoffe ich für dich. Denn hier oben hört dich bestimmt kein Mensch schreien. Ich bin Henry. Ich hab keine Angst. Ha! Ugh.
eine Nacht wie diese, als der Geist zum ersten Mal erschienen ist. Du meinst, in diesem Haus spukt es wirklich? Ach, sei nicht albern, Achim. Das ist nur ein Märchen. Wir haben hier noch nie einen Geist gesehen. Oh je, schon wieder Stromausfall. Unheimlich, oder? Los, Mutter, erzähl ihm die Geschichte. Der Legende nach baute ein reicher alter Mann dieses Haus, um hier sein Gold zu horten. Er hatte Dutzende Angestellte, die ihn von morgens bis abends bedienten. Aber er hatte Angst, sie würden sein Gold stehlen. Also schlich er sich eines Nachts hinaus und vergrub es im Wald. Er baute sich Geheimgänge, damit seine Diener nichts merkten, wenn er sich nachts hinausschlich, um nach seinem Gold zu sehen. Aber in einer Nacht war es so dunkel, dass er nicht sehen konnte, wohin er ging. Er stolperte und fiel in den Brunnen, wo er jämmerlich ertrank. Und seitdem spukt er als Geist in diesem Haus herum, um nach seinem Gold zu suchen. Das geschieht ihm recht. Wenn er so reich war, hätte er sich eine Taschenlampe kaufen sollen. Oh! Genug von diesen albernen Geschichten. Zeit für euch Jungs, schlafen zu gehen. Es gibt doch überhaupt keine Geister. Das weiß doch jedes Kind. Das kommt aus dem Wandschrank. Er will mich bestimmt holen. Mal herhören. Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben. Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren gesamten... Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können. Betrachten wir mal diese Erde. Echter Nährboden von Mutter Natur. Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert. Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie. Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte. Sie lebt, sie lebt. Sehr witzig, junger Mann. Aber genau das trifft zu. Die Erde lebt und wie sie lebt. Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen. Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Pfui! Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Nicht! Passt auf! Tretet ja nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitaxt, darf ich aufs Klo? Ja, von mir aus, aber trödle nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. Frau Lieblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant. Wartet auf mich! Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause. Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock. Touch mich bloß nicht an! Ah! Der hat geredet! Der Typ da hat geredet! Ach ja? Interessant. Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen. Nein, das ist die Klasse von meinem Bruder. Meine Klasse ist da drüben. Kamera und Lautsprecher funktionieren. Kannst wieder abschalten. Und gut gemacht, Jörg. Schätze, vor Angst wird der Kleine so schnell nichts mehr anfassen. Dich krieg ich noch. Jörg, warst du das? Bist du sicher?
Ich habe wirklich alles versucht. Aber jedes Mal, wenn ich eine super Idee hatte, bekam ich Ärger. Nur wegen dir. Aber ich war doch immer brav und hab doch gar nichts gemacht. Doch hast du schon, Zwerg. Du bist auf die Welt gekommen. Da kann ich doch nichts dafür. Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Ich mach mich jetzt aus dem Staub. Nein, Henry, du kannst mich doch hier nicht allein lassen. Doch, kann ich schon. Ich grab mir jetzt einfach einen Tunnel. Blöder Löffel. Au! Gut, jetzt reicht's mir. So klappt es bestimmt. Henry, du darfst mich nicht hier lassen. Du bist echt gemein. Nein, bin ich nicht. Ich mag dich nur nicht, das ist alles. Das stimmt gar nicht. Du hast mich doch mal gerettet. Dich gerettet? Wann? Als ich ganz klein war. Ich hab gesagt, du sollst abhauen! Sei nicht so gemein, Henry! Jetzt hast du Peter wieder zum Weinen gebracht. Ich habe dich gewarnt. Nein, Mama! Sieh, da! Böser Wauwau! Du hast mich gerettet! Du bist mein Held! Ich hab dich nie gerettet! Ich hab den Hund verscheucht, weil er sich Mr. Kill schnappen wollte. Ich hab ihn nur angebrüllt, um Mr. Kill zu retten. Dich doch nicht. Das stimmt gar nicht. Du hast mich gerettet. Von mir aus hätte der Hund dich ruhig in die Beine und in die Nase beißen können. Es wäre mir sogar egal gewesen, wenn... Häschen! Nein! It's so easy. Ich bin so stolz auf meinen kleinen Wettkämpfer. Ich bin sicher, du gewinnst wieder den Pokal im Eierlaufen. Oh, der arme Henry. Naja, du wirst es schon überleben. Ich glaube, ich kann heute nicht in die Schule, Mama. Ich habe nämlich ganz schlimmes Bauchweh. Ich glaube, ich muss sogar ins Krankenhaus. Oh je, ich hoffe, sie müssen dich nicht operieren. Operieren? Wir wissen beide, dass du kein Bauchweh hast. Du tust mal wieder nur so, um dich vor dem Sporttag zu drücken. Nur keine Angst, Henry. Es macht nichts, wenn du bei allen wieder der Letzte wirst. Und wehe, du wirst wieder heimgeschickt, so wie im vorigen Jahr. Frau Lieblich hat gesagt, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an, sondern dass man mitmacht. Sei nicht so gemein, Henry. So, Peter, deine Eier für den Eierlauf sind fertig. Komm, wir müssen noch deine Haare kämmen, damit du nett aussiehst, wenn du deinen Pokal bekommst. Genial! Puh,
Süßigkeiten sind ungesund, Henry. Ich habe für den 400-Meter-Lauf trainiert und mein Papst hat mir für einen Monat Süßes verboten. Ein Monat ohne Süßigkeiten? Das hält doch niemand durch. Wenn man willensstark ist, schon. Was du nicht sagst. Die sauren Fruchtgummibällchen sind sowas von lecker. Oh, saure Fruchtgummibällchen. Die mag ich am liebsten. Magst du ganz sicher keins? Stellt euch jetzt bitte zum Dreibeinwettlauf auf. Der Dreibeinwettlauf fängt in einer Minute an. Wo ist dein Partner, Henry? Ich. Laura, du wirst Henrys Partnerin sein. Was? Beeilt euch, der Wettlauf fängt gleich an. Auf die